Damen und Herren, also werben wir mit dem Argument der Transparenz für einen Antrag. Und Ihre Argumentation zeigt ja nur, wie viel intransparenter es werden wird. Sie schüren nämlich damit, finde ich ja sogar eher Misstrauen. Was für Kredite haben Sie denn vor, aufzunehmen? Das, wo die letzten Jahre immer der Magistrat dazu gestimmt hat. Also ich persönlich möchte jetzt nicht den Magistrat insgesamt verteidigen, aber ich finde die Argumentation, dass es hier um einen rechtsunsicheren Vorgang geht, das ist einfach nicht zutreffend. Das Risiko ist nicht rechtlich, das Risiko ist politisch. Weil es ist in den letzten Jahren ist es so, dass der Magistrat alle sind dazu verpflichtet, im Wohle der Stadt zu handeln, und wenn die Vorlage vorgelegt wird und es gute Gründe gibt, warum der Kredit eben so abgeschlossen wurde, dann wird er auch die Mehrheit im Magistrat finden. Es gibt das Risiko, dass der Magistrat sagt, nee, die Bedingungen waren nicht okay. Aber dann waren die Bedingungen vielleicht nicht okay. Weil deswegen hat man Dezernenten. Es geht ja hier um die Abwägung davon, von so kurzfristigen Entscheidungen und gleichzeitig die Steuerung und Kontrolle zu haben. Und ich verstehe nicht, warum Sie Ihrem Magistrat nicht vertrauen. Und nein, das trägt nicht zur Transparenz bei, wenn Sie sagen, wir würden jetzt die Mitarbeiter eingreifen, weil es geht ja hier um den Dezernenten. Das ist die letzten Jahre so gelaufen. Und ich finde, es ist eher gut, wenn es eben nochmal eine Entscheidung auch im Magistrat gibt. Ich glaube, das wird so wie die letzten Jahre auch, wenn es ein Kredit, weil der eben so aufgenommen werden musste, zu den Bedingungen, wird es dort auch die Mehrheit finden. Ich glaube, mir wird jetzt kein Fall einfallen, wo dann der Magistrat nicht zustimmt, weil sie werden es ja wohl vorher sorgfältig abwägen, weil es eben um Millionen geht. Und weil es eben um Kredite im Namen der ganzen Stadt sind. Und wir sind als Stadt eben kein Casino. Ich weiß, Sie wollen es in die Richtung bringen, auch das werden wir ja heute nochmal diskutieren. Sondern Sie haben, wenn Sie auch unsicher sind, auch die Möglichkeit für außerordentliche Sitzungen. Es gibt den Magistrat als ein gewähltes Gremium. Von daher verstehe ich jetzt noch weniger das Argument als vorher. Also transparenter ist es nicht geworden.